Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines. Wir haben uns in der Zwischenzeit ein paar DLCs gekauft. Einmal Natural Disasters. Mal schauen, was die Naturkatastrophen hier bringen. Dann haben wir einmal die Parkerweiterung gekauft. Ich weiß nicht, wie das genau hundertprozentig heißt. Und wir haben uns... Also irgendwas Drittes haben wir uns noch. Das waren drei Stück. Wie auch immer. Drei Stück haben wir uns gekauft. So, wir müssen jetzt heute probieren. Erstmal den Bahnhof hier anschließen. Unser Stauproblem lösen. Und wie es aussieht, ist hier oben eine... Durch den großen Stau, der hier passiert ist, eine ziemliche Problem mit der Versorgung von hinten passiert. Wir werden erstmal den Kreisverkehr. Wir haben uns übrigens noch einige Mods runtergeladen. Wie ihr hier seht. Wir brauchen eine dreispurige Straße. Dreispurige Straßen, das wären vier Spuren. Autobahn mit Lärmschutz. Das müssen wir erstmal hier probieren, wie die aussieht. Das wäre Autobahn und da könnten wir die Geschwindigkeit immer noch runtersetzen. Genau, das sollen wir auch so machen. Wir nehmen die dreispurige Autobahn, weil das sechsspurige Einbahnstraße, alter Falter. Vierspurige Einbahnstraße, haben wir keine? Nehmen wir gleich die Lärmschutzgeschichte. So, Autobahn. Dann können wir ja hier die Straße gleich automatisch verbessern. So, wir machen jetzt mal hier eine kleine Anordnung. Die Spur machen wir zu. Die können fahren von hier nach da. Die biegen dann gleich ab. Das sind auch bloß die, die hier abbiegen wollen. Genau, die hier abbiegen wollen. Die fahren gleich auf die Spur. Die wechseln auf die, damit sich die in die Quere kommen. Deswegen fährt der keiner mehr auf, weil wir die Spur getauscht haben. So, ihr von der Spur fahrt bloß geradeaus. Oder hierhin. Ihr fahrt von hier geradeaus. Ne, ihr wechselt von der Spur auf die Spur. In der Spur lass mal weg.
Die Spur machen wir komplett zu. So. Und ihr fahrt von hier auf diese Spuren auf und somit können die hier so fahren. Gut, wir könnten die Spur hier fahren lassen und die Spur dahin, die Spur hierhin, die Spur dahin. So, hier beim Abbiegen können sie sich dann wieder kümmern. Wir werden es mal laufen lassen. Mal gucken, was jetzt hier erstmal passiert. Sind zwar jetzt hier 100. Hier ist der Stau aufgelöst. Es gab doch... Wo hatte ich denn das gesehen? Es gab doch eine automatische Maut. Oder ist hier? Stadtplanung. Automatische Maut hier. Erhöht den Verkehrsfluss beim Ausstieg, reduziert die Mautentnahme um 30%. Genau. Hier läuft's. Hier haben wir ein Stauproblem. Können wir probieren? Na, wir könnten probieren, ob wir die Straße hier einfach das war ja bloß eine Fußgängerwegsstraße. So. Dann benutzen alle, die hier kommen, fahren hier hin. Und die von hier kommen, fahren dahin. So, ihr dürft bloß noch... Ihr fahrt auf die Spur. Und die Spur machen wir nee.
Ist hier eine Stoppstraße? Was machen die denn alle hier? Schilder. So. Ah, so. Nee, die können wir hier nochmal ändern. Die können auch hier lang fahren. Wo kommen die denn alle her? Verdammte Scheiße. Wir wollen alle in das Industriegebiet hier rein. So, wo haben wir jetzt hier das Problem? Müllabfuhr ist unser Problem momentan. Müll? Müllstatus ist hoch. Wir müssen mal gucken, auf welcher Höhe wir das jetzt hier eingestellt haben. Müll könnten wir einfach das Budget ein wenig erhöhen. So, und Müll. Hier ist halt ein übelster Staupunkt. Stau, Stau, Stau. Wir bauen erstmal den Bahnhof. Bahnhof, so. Das, Züge. Gehen wir einfach jetzt hier hin. Hier hebt man das Ganze jetzt ein. Klein wenig. Ist gut. Ein klein wenig an. So. So. Und da fahren wir gleich mit dem Zug hier drüber. So, und hier kann man jetzt wieder... Oh, unterirdisch wird man nibbern. Geschmeidig absenken. Und hier hin. So, und eigentlich müssten dann hier gleich die Züge angerollt kommen. Im Normalbetrieb. Intercity-Züge erlauben. Jetzt könnte man natürlich hier noch eine Umleitungsspur bauen für den Zug. Wie kriegt man denn das hier geschmeidig geknickt?
Und warum sieht denn das so scheiße aus? Nee. Wir wollen das bloß geschmeidig verbinden. Wie verbindet man das denn geschmeidig miteinander? Ist das jetzt... Das? Das? Das sieht doch nice aus. Können wir das vielleicht hier noch einmal so machen? Indem wir hier und hier. Schön. Jetzt kann man vielleicht hier die Möglichkeit, dass der ganze Spaß, wo das der Zug ja ordentlich abbiegt. Das weiß ich gar nicht, haben wir jetzt noch Strom? Das verbindet es automatisch. Müssen hier doch mal die Fußgängerüberwege mitmachen. Das ist nicht, wenn die hier dauernd über die Straße latschen und den ganzen Verkehr aufhalten. So. Genau. Jetzt haben wir noch Probleme mit so ganz gefällt mir das hier noch nicht. Jetzt wird's aber düsig hier langsam. Unsere Industrie kann jetzt hier schon den Zug mal an. Hier fährt wieder. Mehrere. Können wir hier in... Hier hatten wir eine U-Bahn-Station, genau. Da können wir hier einen Überweg bauen. Einen normalen Überweg und die könnten wir von hier... hierher laufen. Oder können wir sogar mit Bäumchen bauen. Das hasse diese. So und so. Und ihr bekommt einen Fußgängerüberweg. Genau. Hier hin. Mit Ampel. Ohne Ampel. Die Verbindungsgeschichte des Industriegebietes ist noch so ein Problem. Wir müssten hier bloß Einbahnstraßen machen, irgendwie. Einbahnstraßen. Weil sonst staut sich's nämlich wieder. Nee.
rum. So. Genau, so rum. Muss das Stück auch so. So rumgehen. Das Stück. So rum. Die kommt von hier. Auch so rum, die so rum. Die fährt dann wieder hier runter. So. So. Die fährt hier wieder hoch. So. Hier können sie auch runterfahren. Genau. Bräuchten wir eine größere alle kreuz und quer weggelaufen. So, das Problem ist, dass die Leute hier drüber latschen. Dass die hier drüber laufen, wie sie lustig sind und das hier den ganzen Verkehr aufhält. Die einfach hier rumdrehen. Aus und links. Hier müssen wir die ganzen Spuren als Abbiegespuren nehmen. Bis dahin. Die biegen hier hin ab. Die biegen hier hin ab. Die fahren so und so. Die fahren. Ja, müssen wir erst die anderen bauen. Was machen die denn eigentlich hier? Müssen wir Hauptstraße bauen. Naja, ob der Plan so geht. Auf jeden Fall haben wir das hier in den Griff bekommen, würde ich jetzt nur sagen. Bräuchten fast eine. Die Straße muss schon größer sein. Das ist ja bis jetzt bloß eine. Das ist bloß eine einspurige Straße. Eine. Große Straße.
Autobahn. Halt. Sechsspurige Straße. Genau. Sechsspurige Straße mit Straßenbahn. Ja, ich weiß, ich stört das. So. Dann machen wir gleich hier die ganzen Gebiete weg. Das weg, das weg. Oh. Das ist nicht alles weg. Bloß das hier vorne an der Straße. Wegen Parken, würde ich sagen, wegen... Wenn dann die Leute immer dort anhalten, gibt's wieder Stau und ach, alles Mist. Das weg, das weg. Höchstens aber Geschäfte hinmachen. Nee. So, mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt hat. Jetzt haben wir natürlich schon mal ein ganz paar Leute hier aus den Häusern geschmissen. Die haben Lärm. Ja, er wohnt ja auch in dem dicht besiedelten Gebiet. Da kann das schon mal passieren. So, das weg, hier weg. Das weg, das weg. Lärm, was macht denn hier so ein Krach? Das ne? Ja. Ja, die Hauptverbindungsstraßen. Bahnhof. Haben wir überhaupt hier Leute, die... Wow, Passagiere 0. Oh, fuck. Sollten wir eine Rettungshubschrauber, Wetter... Wie nennt man's? Was haben wir denn hier zur Wahl? Katastrophenschutzeinheit? Tja, wo bauen wir denn das wieder hin? Dahin? Muss an einer Straße platziert werden. Da können wir höchstens sagen, wir bauen ihn eine Straße. Was leicht zugänglich ist. So. Gesundheit, Feuerwehr.
Wasser hat's noch nicht. Strom. Hier ist die Hölle los. Notfalldienste. Hier werden wir mal einen Helikopter. Startpunkt hinmachen irgendwo. Gucken, was jetzt hier passiert. Feuerwehr haben wir. Feuerwehr. Sehen wir das hier? So, unser Industriegebiet ist komplett. Hehehehe. Scheiße. Müssen wir hier mal noch eine Feuerwehrwache hinbauen? Oh, gut abgebrannt. Eieieiei. Nee. Da hat man schon unser erstes großes Problem hier am Hals. So, haben wir jetzt noch hier Stauprobleme? Hier haben wir Ampelprobleme. Das machen wir jetzt so. Dann haben wir die Kreuzung hier manuell. Manuell umstecken. Jetzt natürlich auch ein bisschen zivilisierter machen das Ganze. Hierhin, dahin. So. Liefern. Noch Ampel weg. Linksabbiegerspur. Rechtsabbiegerspur. Geradeausspur. Könnt's ein bisschen selbstständig machen, das Ganze hier. So. Wenn ich das hier optimieren. Ampel können wir wieder wegmachen. Keine Ahnung, ob das jetzt so, so läuft. So Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben ja jetzt schon einiges erlebt. Hier haben wir auch wieder einen Riesenstau. Oh ja gut, Stau zählt bloß bis hierhin.
Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.